Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Voll.at. Ich bin Philipp Vondrak. Guten Tag. Ein Hitzewochenende liegt hinter Vorarlberg. In Bregenz etwa erreichte das Thermometer mit 37,5 Grad einen neuen Rekordwert. Bei der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle gingen bis gestern Abend mehrere Notrufe ein, wegen Personen mit Hitzeschlag oder Kreislaufkollaps. Insgesamt gab es 18 Einsätze, die auf die Hitze zurückzuführen sind, sagt RFL-Leiter Siegfried Marxgut. Heute gibt es Abkühlung. Zunächst wurden ja heftige Gewitter vorausgesagt. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik hat ihre Prognose am Morgen aber wieder abgeschwächt. In Sulz sorgt ein unbekannter Tierquäler für Aufregung. Mit einem Luftgewehr wurde auf eine Katze geschossen. Das Tier wurde am Bein getroffen. Das Projektil musste herausgeschnitten werden. Vom Täter fehlt bislang jede Spur. Katzenbesitzer Alexander Reisecker ist schockiert. Ja, ich habe halt gedacht, was ist so ein Mensch vorgemusst, wenn das er einfach von der Katze ist. Das hat mich gleich schockiert. Und ja, ich habe es zuerst gerne glauben können eigentlich. Es wurde Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Und für die Bregenzer Festspiele ist die heurige Hausoper Der Kaufmann von Venedig sehr gut gelaufen. Die drei Aufführungen waren mit 94% ausgelastet, wurde gestern nach der letzten Vorstellung bekannt gegeben. Die Zauberflöte als Spiel auf dem See haben bisher mehr als 60.000 Besucher gesehen und die restlichen Aufführungen sind alle ausverkauft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis morgen.